Hallo zusammen, guten Morgen aus Bangkok. Hier ist Stefan von bangkokfieber.de. Da und ich warten auf die Metro, denn wir sind auf dem Weg nach Raja Prarop. Dort befindet sich das größte Gebäude in ganz Bangkok, der Bayok Tower 2 mit 328 Metern. Da fahren wir jetzt hin. An der Airport-Link-Station Raja Prarop angekommen und hier befindet sich dann auch direkt der Bayok Tower 2. Übrigens, wenn du dich fragst, warum das höchste Gebäude der Stadt Bayok Tower 2 heißt und nicht 1, naja, das liegt daran, dass der Turm Nummer 1 direkt daneben steht. Aber warum der kleinere dann Nummer 1 heißt, wahrscheinlich weil er früher gebaut wurde. Auf jeden Fall ist er natürlich deutlich kleiner als sein Nachbar. Es hat heute Morgen noch geregnet, hat aber schon wieder aufgehört. Vielleicht haben wir etwas Glück dann mit der Aussicht ganz oben auf dem Observation Deck. Wir sind etwas früh dran, denn die Aussichtsplattform öffnet erst um 10 Uhr. Aber wir nutzen die Gelegenheit für ein Frühstück im 17. Stock, denn dort gibt es ein Fruit Buffet. Keinen Kaffee, aber dafür frisch gepressten Kokosnusssaft. Ja, super erfrischend. Die Auswahl an tropischen Früchten ist hier riesig. Es gibt sogar zwei verschiedene Arten von Drachenfrucht. Ich probiere jetzt erstmal die lilafarbene. Die ist so richtig saftig. Ja, sehr süß, saftig und auf jeden Fall sehr, sehr lecker. Und jetzt die weiße Frucht. Ja, auch hervorragend, ein bisschen säuerlicher, nicht ganz so süß, aber auf jeden Fall auch super lecker. Das Highlight für mich ist hier jedoch die Mangostan-Frucht auf Thai Mangkut. Und die werde ich jetzt mal probieren. Oh, schau mal, wie saftig die aussieht. Ja, einfach nur hervorragend. So süß, saftig, fruchtig, absolut klasse. Okay, es ist 5 vor 10, wir sind satt und wir gehen jetzt zum Aufzug und hoch zum Observation Deck. Wir sind jetzt im 77. Stock. Die Aussicht von hier ist schon super, aber leider gibt es hier noch Glasfenster. Wir müssen noch ein paar Stockwerke höher, glaube ich, und zwar in den 84. Stock. Vom 83. in den 84. Stock muss man die Treppen nehmen und das erinnert alles wenig an Star Wars. Jedenfalls spielt die Musik dazu hier im Hintergrund. Gute Nachrichten, wir haben Glück, die Sonne ist rausgekommen. Wir sind ca. 300 Meter über dem Boden im 84. Stock des Bayok Tower in Bangkok. Es ist der höchste Punkt der Stadt. Und auch der höchste Punkt in ganz Thailand. Die Aussichten sind, ja, sind fantastisch. Über die ganze Stadt, auf die Straßen unten. Einfach hervorragend. Nur ein bisschen schade, dass es diese Gitterstäbe gibt. Das erinnert ein bisschen an
Gefängnisse. Aber was soll's? Es ist der größte, der höchste Aussichtspunkt der ganzen Stadt. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Offiziell heißt dieser Ort Revolving Viewing Deck. Also Revolving, weil sich die Aussichtsplattform von sich aus dreht. Man muss also nicht mal selber herumlaufen. Man wird innerhalb von ca. 10 bis 15 Minuten einmal komplett herumgefahren. Eine Sache, bevor ich es vergesse, der Eintrittspreis zum Bayuk Tower 2 beträgt 300 Baht vor 18 Uhr und 400 Baht nach 18 Uhr. Und wenn du es so machen willst wie wir, kannst du für 350 Baht in den sogenannten Fruit Court gehen und da gibt es All You Can Eat und dieser Preis beinhaltet auch den Zugang zu eben hier zum Observation Deck im 84. Stock. Es gibt zwischen dem 75. und 82. Stock insgesamt 4 verschiedene Restaurants mit natürlich hervorragenden Aussichten überall. Und hier im 83. Stock die sogenannte Rooftop Bar. Das ist die höchste Skybar in ganz Bangkok. Man hat jeden Tag von 5 bis 2 Uhr geöffnet. Okay, wir sind jetzt wieder unten. Ich werde das Video für heute beenden. Ich denke, als Fazit, der Bayuk Tower 2 ist auf jeden Fall eine der ganz großen Attraktionen in Bangkok, auch wenn es ehrlich gesagt nicht mehr das neueste Gebäude ist. Aber noch einmal, das höchste Gebäude in Thailand und der Eintrittspreis von 300 Baht ist, denke ich, auch in Ordnung. Ja, das war's. Wenn dir das Video gefallen hat, denk daran, wie immer auf den Gefällt mir-Button zu klicken und abonniere den Kanal für viele weitere Videos über Bangkok aus Bangkok.